Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu ARK! Tribewars. Ja, mit dabei ist wieder Onkel! Ja, grüße. Ich bin ja trotzdem noch total am Fenster. Aber ich glaube, es hat sich ja alles gelöst jetzt, oder? Was? Nee, Säbelzahntiger ist wieder am Start hier unten. Ja, Und, das bin ich. warte, Hast du ich alles? mache, ich sag eben Ja, noch, ach wer so. noch dabei ist, Onkel, und dann kannst du sofort erzählen. Der Dynamo-Man. Hallo. Der Gott, oben kommt ein T-Rex, Noxy. ich muss heim. Ja, servus. Hallo. Der Hä? Acid. Hi. Und der Nero. Servus. Sauber. Ist noch jemand von den anderen hier drin oder sind wir jetzt wieder unter Chris, uns? Chris Play Yo, ist noch am Special Start. Special Guy. Guest, genau. Special Wer ist denn da noch Guest. alles? Chris Play, Uwe und der Gabax, den kennt er ja auch. Hallo. Jo, Hey alle ho. Leute. Ah, und der Veggie ist ja auch da, Und Mensch. der weiße T-Rex rennt hier draußen rum. Ich bin großer Fan von dem. Alter, Oh, dein Veggie, MG ballert gerade auf deinen Veggie, Hintern, ja. Veggie, Ja, Veggie kennt er ja schummelt. noch von den ersten Aufnahmen bei uns. Der sich reingeschummelt hat. Hat das Ja. viel Schaden gemacht, die Schüsse von der Gatling Gun? Geht so. Okay. Wenn der Schall auch einfach unten das Aggregat aus. Auf welcher Seite bist du eigentlich? Ah, ich Boah, sehe die am dich. Haupttor. Okay, krasse Scheiße Und an da. Zusatz. Tick, 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 habe ich nur gesehen, ne? Der Ja. Arsch wurde abgeballert hier. Noch ein schönes Boah. Aber Bild. die haben sich trotzdem bestimmt auch gedacht, warum greifen die mit dem T-Rex nicht an, den die haben? Ja, Was die ist wollten das wir denn, jetzt ne? nicht verlieren. Nee, erstens Ja, das und schießt zweitens, hier. sag mal ehrlich, es würde auch recht wenig bringen, mit T-Rex rauszurennen, wenn man genau weiß, dass die einen Saber-Tooth haben. Ja, Aber und noch den Skorpion. dagegen, der hat mir kaum Schaden gemacht. Ja, Also, aber bis wir den irgendwas kriegen, hat der kann gerade auf einfach mich abhauen. geschossen. Ja, die Das haben war Leute. nicht, das war nicht eure Gatling. Ich nicht. Wie, oder? Jetzt sind die schon wieder da Das wollen die draußen, nicht wirklich mit zwei T-Rex. oder? Was ist denn los mit denen? Ja, Da die läuft. sind Kriegerstimmung, haben die. Wo seid ihr denn Da alle? Ach, läuft der Onkel. Na, Chris. ich komme auch mal hoch. Chris, Warte Ida mal, Schrecken. was? Ich noch Oh, weg. ich hab, du Das war hast. eh lustig. Nicht mal Hilfe, Hilfe. realisiert, dass es ein Tribe gibt, der Rotiradala heißt. Erstmal davon gehört, dann werden wir erstmal von Was? denen geradet. Dann sind wir alle offline. Ich Dann sehe geht's weiter. ihn. Ich sehe ihn. Hier ist Oder? Stimmung, Kiddas. Nero, warum bist du jetzt Ja, gestorben? wir kommen halt nicht an ihn ran, das ist das Weil Problem. ich irgendwo respawnt bin, gerade. Meine Rede. Der ist zu schnell. Ah, hier hinten sieht doch noch ein T-Rex rumstürmen. Ja, da Und hinten Scheiß, einer hat ist da nochmal in einem irgendeiner einen Wald. Sniper gerade, dass wir den da Du, ich runterholen? hab den Meine Sniper, ist aber kaputt. keine Munition. Ach, Scheiße. Der Der Acid Mode hatte rennt. Munition basteln. Nackt rennt der Nö, Acid. haben ja kein Zeug mehr dafür. Ist ja alles weg. Alles ein geiles Feeling. Einfach mal rausgucken, beobachten. Da liegt einer. Wer ist das? Noxy? Jo, Noxy liegt Das, hier auf rum. jeden Fall, da ist Chris, da Was macht habst er du für gerade einen Scheiß Wald an um der? sich Ich auch. stehe hier direkt neben Onkel. Ja, sag ich doch, aber du lagst ja gerade. Nee, Lag ich auch denn? Wo nicht. bist du? Ach so, du bist da. Ja, das kann sein. Wir müssten ihn halt überraschen, aber es ist halt auch blöd, wenn er von seinem Säbelzahntiger absteigt. Die Sache ist halt, Ah, warum sollte er Dynamo-Man ist da absteigen? unten. Nur weil er ja auf uns Ja. Ey, schießt. ganz ruhig, meiner rastet ja Ja, voll stimmt. aus. Ja, Du irgendjemand machst die Wand schießt hier kaputt, so, hast Mensch. du auch gerade gemerkt, ne? Was? Was? Unten ist Dynamo? Nee, es war Wand richtig, wir kaputt waren mal gemacht. dagegen die Wand gehauert. Ach so. Ja, war Ach keine so. Absicht. Die wollte mich ducken und hab auf andere Taste gedrückt. Du wolltest dich ducken und hast auf die linke Maustaste gedrückt. Nee, ich Nee, hab ach die so, das Line wollte nicht. ich. Auf Nein, der Taste nee, drückt jetzt auch an, ja. Strange ist auch schlagen. Ja, wenn du mal drückst. Noxy, hast du das Zeug von dem mitgenommen, den ich getötet habe? Nö. Ich hab's Was auch nicht wo gefunden. überhaupt? Das liegt vorne irgendwo am Strand. Da wo Ja, ich gerade. hab da einen Parasaurus Ja, weggesnackt der war und von der war eh uns. uns. Der war ja uns. Das Ach, haben hast du wir schön ja. gemacht, hast du gut. Tolle Hilfe. Na, da wo Sehr der gut. gestorben ist, da liegt ja auch in seine Leiche und der hat bestimmt ein paar Sachen dabei, Sniper und so. Okay. Gerade nochmal hinrennen. Boah, die Erde Warum? bebt, da ist er wieder. Tyrannosaurus Flex. Ich dann baue nochmal hin. Hallo, jetzt. Klappe zu. Ah, leck mich doch, geht doch. Ja, auf jeden Fall mal vielen Dank, dass du uns hier geholfen hast, Chris Play. Ja, auf alle Ja, Fälle. auf jeden Fall. Der ist noch immer da. Definitiv geile Aktion, mega geile Aktion. Das Das wäre Problem die ist, dass er gesamte noch Session da jetzt im Arsch ist. gewesen. Warte mal, da unten da rennt gerade jemand dort, wo wir. Ja, Wer wer ist ist das? das? Das ist, welche Farbe? Ist das Der gelb? Oh, ist ne. Ja, gelb, ist gelb, das ist bin gelb. ich. Ich suche gerade die Leiche, aber ich finde sie. Das, Warte mal, es ja. war weiter. Hier bist du hinter mir, oder? Hier da vorne. Ja. Wieso ist eigentlich als unser Gehege offen? Irgendwo. Hä? Ja, Ich bin keine gerade Ahnung. rausgeflogen. Aber das war hier, glaube ich, hier hinten. Na, Hier es war hier. ist fliegt draußen, Junge. Er ist definitiv noch da. Das Ding ist, wir kriegen den halt nicht mit Oh, hier dem unten? Säbelzahn.
Hier unten wiebelt und wabelt, so das ist ja Wahnsinn. Irgendwo hier nicht muss es gewesen sein. Nicht erschrecken, ich komm raus. Also, was heißt erschrecken? Ich erschreck mich eher, aber so, ist egal. Du kommst raus. Gleich das. Ja, nicht, nee, dass ich hier gleich vom T-Rex aufgefressen werde. Ich sehe keine Leiche. Haben die selbst schon geholt? Na bestimmt. Die sind da ziemlich fix mit dem Säbelzahntiger. Wie viele Leute sind da jetzt eigentlich? Zwei, glaube ich, oder drei. Wahrscheinlich nur noch einer. Ja, so ein Debbie war das gerade, dann der Gaming. Oh, krass, hier unten, unser kleiner. Das sieht jetzt gerade aus, als. Oder seid ihr das? Ne, das seid ihr. Das sieht jetzt gerade aus, als würde da unten einer Patrouille laufen. Oder der läuft ja auch gerade. Das sieht geil aus da unten, dieser. Der Wachdino, ja. Ich hab hier einen toten Asset. Ja, das. Was ist da los? Alles, was ist eine Leiche. Boah, guckt euch das an, da sitzt da. Pass auf, bevor die Gatling Gun wieder austickt. Pass an, oder was? Ne, ich weiß nicht. Wow. Ja, die Gatling Gun. Ja, aber ich weiß nicht. Das wäre jetzt dumm, die, glaube ich, auszuschalten. Lass mal an. Aber jetzt im Dunkeln sehe ich erst recht. Boah, nichts. Zwei T-Rex da hinten, so geil. Das ist schon krass, ey. Wenn die dann hier so rumrennen, so Patrouille, das ist schon. Da unten ist der Dynamo-Mann und der Noxi rennt. Ja, ich pimmel hier gerade ein bisschen durch den Wald. Nee, Gott. Ich finde die Leiche nicht. Oh, ohne Scheiß, wir brauchen hier unbedingt ein Schild an der Kreuzung. T-Rex kreuzt von rechts. Also, und man hat mal wieder gesehen, Rivano. Das Gegeigel, das müssen wir abschaffen. Was für ein Gegeigel? Dieses, ich brauche mal ganz fix den Dino und den Dino. Naja, jetzt ist eh vorbei. Jetzt müssen wir eher Ressourcen haben, dass wir hier vorankommen. Das kann in 10 Minuten wieder losgehen. Naja, vor Waffenbau meine ich ja. Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt, sag ja, Schusswaffen, Munition. Das heißt, ich würde am liebsten so eine Mine gehen, Metall holen und sowas. Mine? Ja, ich weiß Mine ja nicht, wo wir es herkriegen. War das nicht so, dass man das... Also, da rennt doch einer da hinten, ist das einer von uns? Das ist voll... Oben auf dem Berg bin ich. Und hier fliegt einer, wer ist das? Der fliegt hier mit dem Dino. Also, warum? Der macht einen völlig fertig. Ja, man sieht die Namen gar nicht mehr, ne? Also, ja, ich bin nicht hier um. Denn dass sie hier irgendwo rum... Also die pimmeln 100 pro hier irgendwo rum. Weil also irgendjemand rennt hier unten jetzt am Wasser rum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht. Ich bin hier nur auf dem Berg. Ich sehe aber keinen Namen. Denk mal, die sind weg. Onkel, sollen wir rausgehen und jagen? Also Ressourcen holen oder Onoxi, wollen wir Ressourcen holen? Ich sehe ihn wieder. Hallo, die Stimme zu dem Jagen gemeint. Ja, jagen halt. Wir haben ja vorhin eigentlich den Sabertooth? Wollten wir was machen, oder? Doch, zwei Stück, ja. Aber ja, keine, wie gesagt, wir können ja an den Plan festhalten. Haben wir starken Uwe? Ich bin auf jeden Fall dafür, Noxi, weil wir brauchen auf jeden Fall Metall und alles. Ja, damit jagen. Was ist mit Rotlicht da, Andale? Ja, aber du sagst halt, falls sie uns begegnen, dass wir da wenigstens mal einen T-Rex mitnehmen, also unseren. Nee, würde ich auch nicht mitnehmen, also dann nehmen wir was Kleineres. Ja, das Kleine ist, du kommst halt nicht hinterher mit dem T-Rex, das ist das Problem. Ja, aber die Sache ist halt, das ist unser Stärkste. Wir haben nichts anderes, was auch nur vergleichbar beim Angriff. Ja, dann nimmst du einen Kano, das reicht doch auch, um irgendwas zu töten. Na, irgendwas Schnelles und wieder herzukommen halt, mein Gott. Ach, dann nehme ich mal einen Judas, mit dem Gutes. Bis wir wirklich was Gutes haben, müssen wir halt erstmal immer noch wegrennen. Ja. Geht mir mal nicht anders. Ja, nur ich sag das halt, wir können ja nicht 24/7 on sein. Verdammte Kacke. Aber was wir brauchen, ist Tageslicht. Na was? Obala, ich bin zu nah an euren Geschützen, glaube ich. Uwe, jetzt deine Arc-Wiki-Kenntnisse. Was mit was, mit was kriegen wir jetzt den Säbelzahntiger tot? Was? Mit was kriegen wir jetzt den Säbelzahntiger tot? T-Rex klappt ja nicht, weil wir nicht hinterherkommen. Geh nämlich gerade zurück zu unserem Gehege. Musst du was die Tiere angeht, kannst du wahrscheinlich so ziemlich vergessen, außer einem anderen Säbelzahntiger. Super. Ist der so schnell oder was? Ja. Der backt auch wegen der, wenn er die ganze Zeit springt. Alter, wer lässt denn als die. Achso, ne, wo du bist es. Ich muss sagen, die Gehege sind die ganze Zeit offen, das kann man nicht sein. Mach die mal zu, Kinders. Ich hab's eben zugemacht. Ja, haben wir einen starken Säbelzahn? Und da werden sie wieder, wieder aus hier. Natürlich haben wir starke Säbelzahntiger. Ja, dafür reicht. Ich komme hier nicht runter von dem Turm, weil alles dunkel ist und ich sehe nichts. Soll ich dir den bringen? Nö. Will den jetzt aber töten. Dann komm, schon, habt ihr irgendwas, was viel tragen kann, dann klopp ich mal, also dann level ich mal ein bisschen mein Judas. Ja, was kann viel tragen? Sag mir was. Also die Mammut. Alles, was fett aussieht. Oh, danke, Dynamo. Ja, aber da fett bin ich eine leichte Beute. Wir sollten auch irgendwas, was schnell ist, ne? Der schnell und viel tragen kann, dann bist du eigentlich richtig. Was ist denn mit so einem Scheißervieh oder sowas? Nimm's Mammut. Nein, der Scheiß ist zum Scheißen da.
schnell und viel tragen wie ein Rex. Nochmal die Frage, ist das Absicht, dass jetzt hier das Ding oben steht, das Gehege? Ja, ihr seid ja noch drin, okay. Ja, wir sind gerade drin. Ja, keine Ahnung, du ich könntest jetzt theoretisch erst jetzt mitnehmen, ey. Ich weiß nicht. Das Mammut. Ehrlich? Soll ich das Mammut mitnehmen? Und was ist, wenn der stirbt, dann ist scheiße. Boah, Alter, wir brauchen ja schon einen ganzen Part, um ein ganzes scheiß Vieh rauszusuchen, was wir mitnehmen. Jetzt nimm doch mal irgendwas mit, ja. Okay, das ist jetzt mal ganz ehrlich, wie habt ihr eigentlich Mammut da hinten rausgekriegt? Ja. Nero. Ja, wie? Der ist weggerissen. Einfach so. Ach so, ja, gut. Ja. Wir essen auf dem Greif. Aber Uwe, wir müssen jetzt den jetzt gerade Eva, ich stehe hier vor Eva und warte einfach nur noch, bis hell wird, dass ich dann mal der Säbelzahn gehen kann. Ist relativ egal, wir müssen hingehen und den abschießen, wenn er gerade snipen will. Ich komm, okay, Noxy, bin ready. Dann kommt der Säbelzahn ganz von alleine zu uns. Hä, hey, warum bin ich denn jetzt? Raptor kommt auch nicht hinterher, oder was? Hey. Ich bin ein Mammutosaurus. Du bist auch so ein Mammutosaurus. Und jetzt wieder in so ein Gehege. Und jetzt komme ich raus und bin direkt tot wahrscheinlich, ja? Also es gibt nur zwei Viecher, wo du mit Boah, du leckst. Alter. Ja. Also na komm, wir gehen, folge mir. Ja, am besten nicht in die Richtung von denen, oder? Sollten wir nicht besser rechts lang? Folgen wir einfach mal. Okay. Nee, da unten kann man gut fahren. Glaub mir. Jetzt nochmal, Uwe, was soll ich jetzt mitbringen? Ich bin jetzt... Ja, Gabax, komm mit. Ja, mach ich auch. Es aber gibt vom Prinzip nichts, meine Babu-Wölfe mit hier, wo sind sie denn? Also ich komme entweder mit meiner Stagnate oder mit meinem... Boah, der Säbelzahntiger ist echt schnell. Mein T-Rex. Stagnate ist zu langsam und der T-Rex ist auch zu langsam. Ja, ich sag ja, aber der ist echt fix, du. Warte mal, ich komme hier nicht durch. Wo ist mein Staubberg? Der steht bei den ganzen T-Rexen in dem Knäuel. Also ich kann hier nicht abheben, weil der Server sagt, nein, du bleibst auf dem Boden. Und hast du gestern eigentlich Nummer 7 wieder mitgebracht? Wir waren Nummer 7 müsste also, im Gehege stehen. So schnell ist das Viech normalerweise hier. Boah. Das ist schneller als ein Raptor, ist aber auch nicht normal. Ich glaube, die Raptoren waren schneller. Nee, Raptoren sind deutlich langsamer. Als steht ich mein Stock. Ich trau mich jetzt einfach mal... Ja, aber ich gehe mal von außen echt. Also früher war es mit Sicherheit, dass die schneller waren. Also ich glaube nicht. Ich trau mich jetzt einfach mal Farm zu fliegen. Dass der Silbezahntiger so schneller war. Ich mir gar nicht wir können schon mal davon ausgehen, bei der Dunkelheit schießt euch keiner ab. Ja. Und sobald es hell wird, sieht man endlich wieder, wo sie sind. Weil ich Abrisswert. Noxy, Bäume brauchen wir nicht, ne? Ja, keine Ahnung, was brauchen wir denn? Holz? Brauchen wir Holz? Nee. Also eigentlich nur die Metall, so kostbare Ressourcen, ne? Ja, doch ein bisschen Holz, nicht viel. Wir hatten aber den Chris, Sattel von meinem Staubberg weggeklaut. Könntet mir eine Hose mitbringen. Was war denn Staubberg? Welche Taste? Mein T-Rex. Nee, hab ich nicht. Oder? Nee, Aua. Hab ich nicht. Aua! Ja, du erst recht nicht, doch. Weil du nicht in meinem Tribe bist. Noxy, warte mal, Noxy. Ja. Welche Taste war das, dass ich den Elefanten hier leveln kann? F. Da stehen mindestens 5 Rex rum. Alles klar, der sieht gut Ding aus. Kommt es, dass mein Sattel einfach weggenommen wird? Ich hab so Bären und sowas dran, lächerlich. Warum schreit ihr mal, ey? Wir wurden gerade immer angesniped, weißt du? Keiner hat gesehen, dass irgendwie. Wir haben immer bloß Wunden bekommen und haben die ganze Zeit immer nur Au geschrien. Jetzt schreit hier irgendwie immer jeder mal unterschiedlich mal wieder Au. Und dann denkt ihr immer, nein, wir zurück. Entspann dich. So, komm. Ja, ich folge dir. Du bist eh schneller. Boah, der Mammut ist ganz schön fett, der ist sogar fetter als ein Triceratops, krass. Okay, ich finde den Trike kaputt, ich weiß nicht. Naja. Was hast du denn mit? Nee. Judas. Mit dem Mammut kriegst du einen Trike Judas kaputt, egal was für einen. Saberproof. Dann kriegst du locker einen Trike Blatt. Ungezählten, ja. Hey, bleib stehen! Hallo! Ich soll stehen, bleib doch mal stehen! Lid, der rennt bei mir weg? Hä? Chris, kommt heute noch ein Update oder nicht? So wie es aussieht, nicht. Okay. Ja, was sollen wir denn jetzt mitnehmen? Du hast Fliegviecher. Sind die tot? Wo bist du jetzt? Flieg gerade wieder hin. Ja, womit? Damit Nummer 7. Den habe ich nur auf Melee-Damage. Was haben die denn? Die haben alle Säbelzahntiger oder was? Hier fliegt gerade einer vorbei. Das war Crisplay.
Die haben alle Säbelzahntiger oder was? Alter, ich will gerade warm gehen, lass mich Ruhe. Ich bin endlich mal hier so weit an den Vulkan rangekommen. Die haben alle nur Säbelzahntiger oder was? Da ist nur ein einziger. Nein, mittlerweile sind es wieder zwei, so wie ich es gesehen habe. Hey, wer denn die Eva? Morote, Onkel. Ich hab die Eva, hab du gesagt. Ich renn ja mit meinem fetten Mammutsaurus hier lang, voll geil. Befolgt uns irgendwas? Nö, warum? Ja, ich hab Kampfmusik. Ja. Ach da, Dilo. Dass der sich traut, überhaupt an den Mammut ranzukommen, also das ist schon komisch. Weil der will. Ja, wir sterben, ja. So, tut mir leid, ich muss aufhören. Bye bye. Okay, User. Alles klar. Ja. Mach's gut, Dynamo. Wie schnell er weg war. War nicht gut drauf. Wo ist denn mein Leon hin? So, jetzt nochmal als Frage: Was brauchen wir jetzt nochmal alles? Eisen, Metall und ein bisschen Holz, nicht viel. Na gut, dann holen wir erstmal ein bisschen Holz. Das heißt einfach Metall. Den Baum ein bisschen lutschen, ja. Ach stimmt, du kannst ja einfach hier, ja. Ja, ich mach das gerade mit den. Ich hab alles dabei, Bären. Kommt zwar nicht viel bei rum, aber besser als nix. Ja. Müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Fuß fassen. Wo bist du? Ich bin oben auf der Klippe. Wo sind die? Was ist denn hier los? Hab's das letzte Mal in der Nacht. Vulkan wird gebaut, was geht denn hier ab? Hast du gerade den richtigen im Channel auf jeden Fall. Alter! Meine Sommerresidenz. Ernsthaft? Ja, morgen würde ich da nicht mehr vorbeifliegen. Uwe? Moritz? Wie jetzt? Uwe, weißt du zwar nicht, wo mein Leon ist? Auf dem Vulkan gehen wir immer fahren. Wo denn, was ist dein Leon? Ja. Nee, nicht auswendig. Auf dem Vulkan kannst du noch, aber du solltest halt nicht über diese Seite anfliegen. Weil bis morgen sind da oben 10 Pflanzenturrets gewachsen. Ach nee. Ey, macht's uns auch nicht leicht. Ja, warum auch? So, brauchst du auch nur einen Raketenwerfer bauen und wegschießen. Die haben so schon nichts. Ja. Ich weiß jetzt. Gewano, wollen wir da wirklich lang dahin? Siehst du, ist das ein T-Rex da hinten? Ein T-Rex, 2 von den Parasaur, 2 Brontos. Nein, wollen wir nicht. Also der Wald sieht jetzt bei euch leer aus. Aber warte mal, ich bin mal gespannt, wer gewinnt von den 2. Was ist denn das? Dieses Snoopy-Ding oder was? Oh. Ja, das ist das Pferd. Oh, das Pferd ist schon tot. Eine Kuh. Boah, da ist die ganze Horde von diesen Viechern, die gerade ins Dego angreifen. Voll lustig. Welches Level hat denn der T-Rex, ey? T-Rex ist Level 8. Also. Ja, kriegst du platt. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ach, drauf kommen. Ja, beißen mal ein bisschen. Ich bleib stehen. Ja, komm! Ich doch nicht! Hey, bei den jetzt hier. Beiß den Fuß, Junge! Aua. Chris, ist denn von den anderen jetzt mal irgendwas gekommen? Wegen Forest? Nö. Weg! Ich werde morgen nochmal nachfragen. Ich dachte vielleicht privat, weißt du, zu dir, ob da irgendwas geschrieben wurde? Nö, leid. Alter. Nö. Ich sehe ja keinen mehr vor eurer Base. Nee, ich glaube, die sind mittlerweile weg. Ja, wäre super. Auf alle Fälle schon mal vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke. War eine absolut geniale Aktion. Können wir ja jetzt YouTube Germany angreifen. Wir haben noch ein anderes Projekt zusammen, wenn du da gerne noch Spaß dran hast. Nein, Quatsch. Das Problem ist halt, dass Hitpoints hat meiner 38.000. Habt ihr mehr als ein paar tausend Schuss drin? Was? Nee, wir haben keine 100 Schuss. Wir sind bei Ich hoffe, ihr habt ein paar tausend drin. Ich? Ja? Ach, das ist so ein geiles Feeling hier. Ich oder Onkel sind auf dem Flugvogel. Also ich bin aber gelandet. Ich bin nicht mehr auf dem Flugvogel. Also ich farm halt. So, also wir brauchen Stein. Nee, was steigt? Ich noch Stein. Guck mal, ich hab einen Hammer. Warum denn Eisen? Also Eisen. Metall. Wer ist hier auf 2 Flugvögel?
Ja, also ich. Boah. Und so kommen wir, immer zu nichts, weißt du? Komm, geh mal Metallformen, dann kommst du mit dem Rucksack voll Steinen nach Hause. Boah, eigentlich hätten wir das jetzt ausnutzen müssen. Schade. Wir haben doch eh nichts. Solange wir eben bei euch vor der Base hocken, hätten wir die. Den angreifen, ja. Ja. Ach so. Stimmt. Da hinten ist ein Boot und so, Noxi, wer ist denn das? Alter, warte mal. Ja, da hinten ist ein Boot, ist egal, glaub mir. Ist egal, so kann ich die Zeit nutzen, meinen Rex mal ein bisschen zu leveln hier. Wir zetteln jetzt keinen Krieg an, Kollege. Ja, hast du eine Idee, wo wir jetzt hier Metall herkriegen können? An den Bergen. Ja, muss ich berglaufen. Ich hab das schon, ich bin das schon kräftig am Farmen vom Metall. Wer hat mich jetzt vom Dino weggedrückt? Leute, hat einer von euch die Zeit im Auge? Ja, 20 Minuten bzw. 21. Wahnsinn, schon wieder rum. Soll ich dann beenden, liebe Leute, oder was ist los? Ja, komm. Wär schon clever. Mach zu, die Kills. Ja, alles klar, liebe Leute, das war's wieder für heute. Und ihr habt schon gesehen, reichlich Action. Und nochmal danke an Chris, dass sie uns geholfen haben, auf jeden Fall. Und ich sehe schon, kommen, gleich seid ihr weg und dann kommen sie wieder mit 3 Säbelzahntigern. Das wäre dann echt zum Kotzen. Dann rufen wir euch aber wieder. Kein Problem, in der Zeit können wir dann die Base von denen raiden. Ja, das ist gut, ja, dann lenken wir, dann sagen wir euch Bescheid. Genau, dann. Ja, okay. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch auf jeden Fall allen Daumen oben. Guckt mal bei Gamercheck LP vorbei, bei Noxi, also 4Gamers, bei Neros Spielstube, bei mir Revano LP, bei Chris Play, ja, wollte ich gerade sagen. Na klar, es ist ja nicht, dass ich die vergesse. Alle, klickt sie an. Dann ist der Tag auch rum. Genau. Genau, guckt überall mal dasselbe Video vor. Oh, in alle Himmelsrichtungen könnt ihr zuschauen, ja. Ja, und dann würde ich einfach klipp und klar sagen, bis morgen, ciao. Ciao. Also klipp und klar, tschüss.